Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werden wir mein Leben so ein bisschen organisieren. Ich komme gerade aus dem Urlaub und ich habe so das Gefühl, nach dem Urlaub muss man sich immer so ein bisschen organisieren wieder, damit man wieder in sein normales Leben so zurückfindet. Ich wäre am liebsten die ganze Zeit auf Reisen, aber das funktioniert nicht so ganz. Und deswegen muss ich schauen, dass auch mein Leben hier zu Hause organisiert abläuft, damit ich so alles schaffe, was ich schaffen will. Vor allem so, wenn mein Zimmer unordentlich ist, und das ist es wirklich sehr, sehr oft, weil ich sehr unordentlich bin und sehr faul. Wenn es halt unordentlich ist, dann habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie gar nichts schaffen kann und ich den ganzen Tag nur im Bett liegen will. Wir müssen es ändern. Es ist unglaublich chaotisch gerade. Wir werden mein Zimmer aufräumen, meinen Kleiderschrank aufräumen, das Bad aufräumen, ein paar To-Dos erledigen. Einkaufen muss ich, weil ich heute Abend eine Party bei mir gebe. YouTube-Videos schneiden muss ich, Kooperationen abdrehen, E-Mails beantworten, Verträge lesen. Ich habe wirklich viel zu tun. Deswegen let's go mit dem Video. Ich zeige euch mal jetzt hier die Situation, in der wir uns befinden. Hier sieht es vielleicht noch ganz gut aus. Hier liegt noch mein Koffer und der ist halt noch nicht ausgepackt. Deswegen ist es hier in dem Zimmer noch relativ ordentlich. Man sieht aber schon, dass hier einiges rumliegt und hier stehen auch zwei Wäschekörbe mit ganz viel Zeug von mir. Das muss ich alles aufräumen und sortieren. Und jetzt gehen wir in mein Zimmer. Ja. Also erstmal, hier liegt alles voller Klamotten, die nicht in dem Schrank drin sind und auch nicht drüben in dem Schrank. Die sind einfach, ja, sie liegen halt einfach da. Das ist nicht so cool. Und auch mein Schminktisch sieht katastrophal aus. Mein Spiegel sollte ich dringend putzen. Ich will dieses Herz auch unbedingt hier vom Spiegel wieder entfernen, weil es ist jetzt nur noch so leicht drauf. Es sieht kacke aus. Ich habe es nicht runterbekommen, deswegen ich hoffe, ich bekomme es mit so Abschminkzeug einfach runter. Aber jetzt schreiben wir erstmal eine To-Do-Liste, damit ich weiß, was ich überhaupt so zu tun habe. Ich muss hier erstmal meine ganzen alten To-Dos rauslöschen und dann kann ich mit den neuen anfangen in meinen Wochenplaner. Das sind meine ganzen To-Dos für heute. Ich will das eigentlich alles heute schaffen, ich glaube, aber ich schaffe es heute nicht alles. Das ist einfach viel zu viel und ich muss es halt bis, keine Ahnung, 18 Uhr fertig haben, damit ich noch die Party vorbereiten kann. Und um 20 Uhr kommen halt so alle meine Freunde. Ich habe mir echt was vorgenommen, aber die nächsten Tage werden halt wieder sehr stressig. Morgen bin ich arbeiten und ich will da einfach relativ organisiert reingehen in die nächsten Tage. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist das für mich eins der schlimmsten Sachen. Und zwar muss ich beim Arzt anrufen. Ich habe eine Überweisung zu einem Orthopäden und dann muss ich einen Termin ausmachen. Ich hasse es, bei Ärzten anzurufen, wirklich. Generell hasse ich telefonieren halt einfach, aber ich muss mich da einfach so ein bisschen überwinden. Ich werde wirklich schon voll nervös jetzt, obwohl ich gerade erstmal die Nummer raussuche. Ich habe gerade gelesen, was sie als Verdachtsdiagnose oder Diagnose aufgeschrieben haben bei mir. Und ich habe es gerade gegoogelt und ich glaube, das war ein Fehler. Ich habe voll die Panik jetzt. Die haben einfach irgendeine Krankheit da aufgeschrieben, die nicht heilbar ist. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber trotzdem irgendwie, ich habe nicht gewusst, dass es so ernst ist. Okay, jetzt bin ich irgendwie noch nervöser, Mann. Ich will das nicht machen. Ich hätte gerade fast zum Heulen angefangen. Es ist, glaube ich, echt nicht so dramatisch, wie ich es gerade darstelle. Aber wenn man sowas dann googelt und dann liest, dann denkt man sich so, Gott, was ist da los? Ich habe einen Termin. Oh, meine Hände zittern so. Okay, auf jeden Fall kann ich es jetzt von meiner To-Do-Liste abhaken. Ich hoffe, die Kamera wackelt jetzt nicht allzu sehr, weil meine Hände zittern wirklich noch sehr. Ich mache jetzt noch erstmal zwei Briefe auf, weil ich habe nämlich zwei Briefe. Die sind, glaube ich, sehr wichtig. Zumindest eines von meiner Krankenkasse und dann habe ich noch einen von der Deutschen Bahn. Ich glaube, das ist meine Bahncard einfach nur. Ich war jetzt noch beim Arzt, bin da hingefahren. Ich hatte noch 10 Minuten Zeit, als ich losgefahren bin, bis sie zumachen. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss den und den Zettel unterschreiben. Dann haben sie gesagt, den haben sie schon. Ich dachte auch, den haben sie schon, aber mir wurde gesagt, ich muss den irgendwie unterschreiben. Und dann dachte ich mir, sonst muss ich nochmal hin. Und sie haben den Zettel doch schon. Deswegen war ich jetzt umsonst da, aber jetzt wissen sie wenigstens Bescheid. Jetzt kann ich wieder nach Hause fahren. Aber der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste, den ich nicht so gern machen wollte, ist auch erledigt. Back again. Jetzt wird es endlich Zeit, mein Zimmer aufzuräumen. Ich habe gar keine Lust. Deswegen wird jetzt erstmal richtig fett Musik angemacht. Ich tue jetzt noch ein paar Lieder in die Warteschleife, die mir gefallen. Und dann geht's los. Volle Lautstärke. Nein, Spaß. Da geht's los.
Okay, also putzen, ich finde das immer richtig anstrengend. Ich weiß nicht, ich schwitze schon. Auf jeden Fall, Schminktisch ist erstmal fertig. Ich muss dann aber noch meine Schminke einpacken, weil ich dann halt nach Hause fahre. Und da will ich mich dann nochmal für die Party schminken. So sieht es jetzt aus. Für meine Verhältnisse echt sehr, sehr ordentlich geworden. Da unten in der Box ist halt alles Mögliche drinnen. Aber das ignorieren wir ganz gekonnt, indem wir die Kamera einfach so stellen. Jetzt geht es an diesen undefinierbaren Haufen an lauter Klamotten. Teilweise hat mein Freund sie sogar schon zusammengelegt und mir hingelegt, damit ich es endlich mal aufräume. Aber ich habe es immer noch nicht aufgeräumt. Wir fangen jetzt mal an, das hier zu sortieren. Ich muss jetzt noch hier meine ganzen Jacken einmal aufhängen an meine Kleiderstange und das machen wir jetzt mal eben. Jetzt muss auf jeden Fall noch der Koffer dringend ausgeräumt werden, damit ich das Zeug auch mal verräumen kann. Ich habe mein Deo gefunden. Ich habe es die ganze Zeit gesucht und ich habe es gerade gefunden. Okay. Im Urlaub habe ich mir einfach dieses Bullet Journal gekauft und es sieht so schön aus. Das will ich dann auch noch gleich beschriften und so ein bisschen reinschreiben. Und diese Schleife habe ich mir gekauft. Ich muss noch überlegen, wie ich die am besten in Frisuren reinmache, aber das ist wie so ein Haargummi. Jetzt erstmal ordentlich. Alle Klamotten sind weggeräumt. Alles ist so geputzt, sortiert. Es liegen jetzt noch so kleine Stapel rum. Die muss ich dann noch ein bisschen aufräumen und mein Zeug packen, weil ich ja dann heute nach Hause fahre für die Party. Es ist so anstrengend gewesen, wirklich. Deswegen setze ich mich jetzt erstmal kurz hin und mache eine kurze Pause. Pause bedeutet Videos schneiden. Es ist körperlich auf jeden Fall nicht ganz so anstrengend. Genau. Ich will nämlich jetzt noch ein paar TikToks hochladen, eine Kooperation schneiden und das werde ich jetzt tun. So Leute, ich habe hier eine riesige Tasche mit ganz vielen Kostümen. Also es sind eigentlich nur drei. Mehr habe ich nämlich auch nicht. Aber ich konnte mich jetzt noch nicht entscheiden und ich muss jetzt einkaufen für die Party. Aber jetzt geht's los. Den Rest von meiner To-Do-Liste, der jetzt nichts mehr mit der Party zu tun hat, sondern irgendwas mit Social Media oder so, das mache ich dann alles morgen. Aber ich habe jetzt einfach gar keine Zeit mehr. Ich war gerade einkaufen und wir machen einen kleinen Haul, was ich so gekauft habe. Erstmal habe ich Naturreis, aber den habe ich halt nur von zu Hause. Den hat mir meine Mom mitgebracht. Genauso wie die glutenfreien Spaghetti hier. Probiere ich auf jeden Fall aus. Und eine Orange habe ich auch noch von zu Hause mitgenommen. Hier ist meine Tüte, was ich gekauft habe. Einmal habe ich Kefir gekauft. Ich wollte das unbedingt schon länger probieren, deswegen ja. Körniger Frischkäse, Quark, Mozzarella, Spinat, Zitronen, Trauben, Feldsalat. Dann habe ich mir Datteln mitgenommen, ein paar Blaubeeren, Erdbeeren und die waren halt im Angebot. Dann habe ich mir 5 Passionsfrüchte gekauft. Ich liebe Maracuja. Meine Haare müssen dringend gewaschen werden. Ich habe jetzt schon mein Rosmarinöl drauf, habe das jetzt auch schon einwirken lassen. Und jetzt geht's duschen. Ich war jetzt schon duschen, ich habe meine Haare ein bisschen fresh gemacht. Es fühlt sich so verdammt gut an. Ich habe auch schon meine Skincare gemacht. Will mich jetzt dann auch gleich schminken und ein YouTube-Video drehen. Aber jetzt essen wir erstmal, da will ich mir auch was Gesundes zum Essen jetzt machen. Ich werde erstmal diesen ganzen Wäschekorb runtertun und einmal durchwaschen, weil ich habe so viel Wäsche gefüllt. Die Sonne scheint einfach so schön, das macht mich auch sofort glücklich. Und ich freue mich so auf Sommer, weil also das Wetter hat so eine krasse Auswirkung auf meine Laune. Ich glaube, ich habe es letztens in einem Video schon mal gesagt. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt erstmal meinen Vitaminsaft. Den trinke ich eigentlich 2-mal täglich, damit ich vor allem im Winter jetzt auch alle meine Vitamine komme. Die letzten Wochen habe ich das auch vernachlässigt, muss ich sagen. Meine kleine Maus hier folgt mir wirklich überall hin. Es ist so süß, sogar zum Wäschewaschen kommt sie mit in den Keller runter. Wir wollen jetzt gleich Eis essen gehen auch.
Blush. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Augenbrauen hier hoch. Oh, das war ein bisschen viel. So, das ist jetzt mein Outfit. Wir gehen jetzt Eis essen. Ich habe seit Ewigkeiten, glaube ich, mal wieder eine Jeans an. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe, aber auf jeden Fall, das Top ist von Bershka. Die Jacke ist von H&M und die ist von Capschi. Dazu habe ich noch so eine coole Sonnenbrille. Die habe ich mal von meiner Mom geklaut. So sieht sie richtig kacke aus. Aber so für Bilder oder sowas. Oder sieht es kacke aus? Kann ich so rausgehen? Dann habe ich noch eine Tasche, aber ich glaube, die lasse ich da. I don't know, ich glaube, ich brauche die eigentlich nicht. Erste Mal nach sehr, sehr langer Zeit, dass ich mich wieder sehr, sehr fresh fühle. Oh, oh Gott. Hilfe, ich krieg's echt nicht. Das ist echt peinlich. Aber die ist wirklich fest zu. Ich krieg's wirklich nicht auf. Das Licht ist einfach gerade so schön, weil die Sonne gerade untergeht. Ich habe gerade noch versucht, ein paar Insta-Bilder zu machen. Jetzt muss ich da mal durchgehen, ob da was dabei ist. Ich hoffe doch. Man sieht hier immer den Schatten so von der Kamera. Und ich krieg's nicht weg. Auf jeden Fall gehe ich jetzt runter, die Wäsche in den Trockner schmeißen, damit es hoffentlich heute dann trocken wird noch.